In diesem Video erstellen wir ein komplettes Design selbst mit Hilfe des Folienmasters. Dazu wähle ich einmal natürlich eine leere Präsentation aus, die komplett weiß ist, und gehe sofort in den Folienmaster. Gut, was wir nicht mehr besprechen hier ist, wie ich jetzt hier die Schriftart und Schriftgröße verändern kann. Das gab es bereits im Teil im Video davor. Was wir uns jetzt hier anschauen, ist, wie ich die Layouts verändern kann, wie ich Hintergrundbilder einfügen kann und wie ich mich ein bisschen so mit quasi optisch ein bisschen spielen kann. Punkt 1, mich stören einmal diese ganzen vorgefertigten Layouts hier, die möchte ich alle nicht. Ich klicke da das unterste an und bleibe einfach auf Entfernen drauf, solange bis mir nur mal die Master, diese Titelfolie und an sich die Master, die übergeordnete Masterfolie übrig bleiben. Bei der übergeordneten Masterfolie füge ich jetzt einmal mein Hintergrundbild ein, wenn ich möchte, dass dieses Hintergrundbild auch wirklich auf allen anderen Folien übernommen wird. Möchte ich zum Beispiel haben, dass das Titelbild nur auf der Startfolie ist, dann würde ich das Titelbild nur, das Hintergrundbild nur hier einfügen. In dem Fall hätte ich aber gern dieses Bild auf allen Folien. Das heißt, ich mache es hier wirklich bei der Masterfolie. Gehe hier auf Hintergrundformate. Hintergrund formatieren und kann mir hier ein Bild einfügen. Das macht jetzt hier immer automatisch eine Textur, die bleibt aber nicht. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder eine Bildquelle einfügen, indem ich sie aus einer Datei von meinem Computer öffne oder sie online suche. Zum Beispiel mit dieser Bing-Suche hier. Oder ich füge es mir aus der Zwischenablage ein. Dazu habe ich hier bereits ein Bild, ein Hintergrundbild rausgesucht. Mache rechte Maustaste kopieren und wähle hier aus Zwischenablage und damit habe ich es hier als Hintergrundbild drin. Oder wie eben gesagt, ich gehe auf Einfügen, Online-Bilder, habe hier sogar die Kategorie Hintergrund drin und wähle zum Beispiel irgendein Hintergrundbild aus. Welches nehmen wir? Zum Beispiel das da hier. Klick auf Einfügen und damit habe ich das jetzt da auf allen Folien drauf. So, jetzt kann ich dann zum Beispiel sagen, gut, das ist die Farbe von der Schrift ist mir zu dunkel, da kann ich nichts lesen. Markiere alles auf der Masterfolie und mache einmal die Schrift von vornherein weiß. Dann hätte ich jetzt da gerne, dass bei meiner Titelfolie Folgendes ist. Und zwar hätte ich gerne hier einen weißen Hintergrund hinter dieser Schrift. Und füge hier über Einfügen Formen ein Viereck ein. Und dieses Viereck geht hier genauso drüber. Schön gleichmäßig. So, passt. Das mache ich weiß. Formkontur, quasi Rahmenlinie, brauche ich auch keine. Und mit rechter Maustaste in den Hintergrund schicke ich das jetzt nach hinten. Das Problem ist ja, dass ich hier die Schriftart jetzt auch auf weiß eingestellt hatte, über den Folien, über die Masterfolie. Das mache ich jetzt wieder auf schwarz und auch den Untertitel stelle ich auf schwarz. Und das ist jetzt da eben nur bei meiner Titelfolie. Könnte ich jetzt genauso hergehen noch und sagen, okay, ich hätte gerne noch ein zweites Rechteck drüber und dieses zweite Rechteck hat jetzt zum Beispiel, das gehen wir wieder ganz in den Hintergrund, zum Beispiel gar keine Farbe, aber eine weiße Linie. Würde ich noch ein bisschen stärker machen. Zum Beispiel so. Und jetzt sehe ich, dass ich da unten zum Beispiel zu viel habe. Also rücke ich da ein bisschen nach oben und versucht das halbwegs gleichmäßig von der Größe her auszurichten. Da muss man sich halt ein wenig mit Augenmaß spielen. So, das schaut, glaube ich, jetzt insgesamt nicht so schlecht aus. Und damit ist jetzt dann meine Titelfolie mal fertig. Gut, und das könnte ich jetzt auch selbst mit einem Titel abspeichern, also rechte Maustaste, Layout umbenennen und das heißt Titelfolie, also werde ich das jetzt nicht mehr umbenennen. Jetzt verlasse ich mal den Folienmaster und löschen wir das nochmal. Wenn ich jetzt eine neue Folie einfügen würde, dann hätte ich jetzt da eh nur die Titelfolie zur Auswahl, weil mehr Layouts habe ich noch nicht gemacht. Und da könnte ich jetzt reinschreiben, meine
Präsentation. Und dann zum Beispiel den Namen drunter. Gut, dann gehen wir wieder in den Folienmaster rein. Und jetzt kann ich mir hier ein neues Layout erstellen. So, da habe ich jetzt mal nur den Titel oben. Brauche ich zum Beispiel gar nicht. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, auf dieser Folie, ich lösche das weg, füge ich mir jetzt einen Platzhalter ein und ich hätte auf diesem Platzhalter gerne nur ein Bild. Und jetzt da füge ich das hier so zum Beispiel ein. Also hier kommt ein Bild rein. Da kann man beim Erstellen ein Bild machen. Und ich hole mir jetzt zum Beispiel hier mit Steuerung C, Steuerung V, wieder diesen Rahmen. Und füge mir jetzt hier das Bild so ein, dass das wieder ungefähr den gleichen Abstand hat. Das schaut ganz gut aus. Und jetzt werden wir das gleich ausprobieren. Ich verlasse den Folienmaster wieder, fülle mir jetzt da hier mein Bild ein und kann jetzt auch hier wirklich ein Bild zum Beispiel einfügen, indem ich es hier suche, was am Computer gespeichert ist, oder ich klicke es an, gehe auf Einfügen, Bilder, Online-Bilder und füge mir hier jetzt da irgendein Bild von einem Hund zum Beispiel ein. Einfügen und jetzt habe ich hier den Hund drin. So, ich gehe wieder rein in den Folienmaster und kann, das wäre vielleicht ganz gut, rechte Maustaste Layout umbenennen und das nenne ich jetzt nicht benutzerdefiniertes Layout, sondern das nenne ich zum Beispiel nur Bild umbenennen. Das würde ich jetzt nämlich zukünftig, wenn ich wieder im Arbeitsmodus bin und eine neue Folie hinzufügen würde, das heißt nur Bild. Und damit ist das quasi schon mal aussagekräftig. Gut, was könnte ich noch machen? Mach mir wieder ein neues Layout und ich lasse jetzt zum Beispiel den Titel und zusätzlich füge ich mir als Platzhalter ein Smart Art ein. Das soll so groß sein. Und bei Smart Art kann ich jetzt auch sagen, dass die Schriftart, also würde ich jetzt da hier die Schriftart verändern, hier auf dieser Masterfolie, da gibt es ja kein Smart Art. Und da ändere ich jetzt die Schriftart zum Beispiel auf Abadi. Dann sehe ich, dass das jetzt hier auch bereits auf Abadi umgeändert ist. Also das ist ganz praktisch. So. Dann könnte ich noch einfügen, im Folienmaster drin, einen Platzhalter nur für Text. Den füge ich hier daneben ein. Und da stelle ich jetzt zum Beispiel ein, dass es eben keine Aufzählungen geben soll. Ich kann da auch jetzt selbst Text einfach nur hinschreiben. Den hätte ich gerne auf Schriftgröße 24 und ich hätte gerne, dass über Formformatierung, dass das Ganze zum Beispiel eine graue Hintergrundfarbe erhält und über weitere Füllfarben kann ich das Ganze auch noch auf Transparenz stellen, zum Beispiel 50%. Dann sieht man hier ein bisschen was vom Hintergrund durch. Gut. Was könnte man noch einstellen? Ich mache mir wieder ein neues Layout und ich könnte zum Beispiel einen Platzhalter einfügen mit nur Bildern wieder und könnte zum Beispiel sagen, ich hätte hier gerne wie eine Art Bildergalerie. Machen wir da ein Bild. Und das hätte ich gerne hier daneben noch einmal. Also ich habe mir das jetzt da. Also ich kann zum Beispiel mit Steuerung C, Steuerung V kopieren und dann versuchen, gleichmäßig auszurichten. Und wenn ich noch gern hätte, dass das jetzt zentriert ist, kann ich das markieren und bei Ausrichten auf Vertikal verteilen klicken. Dazu muss ich es aber zuerst an Folie ausrichten, auswählen hier und dann kann ich auswählen, vertikal verteilen
Oh, das wollte ich nicht. Ups, Gesagt. Ich wollte es horizontal verteilen. Das ist jetzt der Nachteil, dass das so nicht funktioniert. Mal wieder eine Folie ausrichten, horizontal verteilen. Ja, so, ich habe horizontal zentrieren gedrückt, deswegen hat das nicht funktioniert. Gut, also nochmal, wenn ich hier quasi, ich mache das jetzt absichtlich, ich füge mir hier drei Bilder ein einmal, gleich groß, dann markiere ich sie, dann gehe ich hier auf Formformatierung, wähle bei Ausrichten aus an Folie ausrichten zuallererst und dann hier horizontal verteilen. Dann habe ich hier die gleichen Abstände und beim Schieben geht das eh ganz easy, weil er mir eh diese Hilfslinien anzeigt und damit bin ich jetzt automatisch auf gleicher Höhe. Jetzt markiere ich mir alle drei, drücke STRG C, STRG V und verschiebe das Ganze hier und habe jetzt automatisch hier so eine Art Bildergalerie. Master. Und das speichere ich jetzt sogar ab. Rechte Maustaste, Layout umbenennen und das nenne ich Bildergalerie. Umbenennen, Masteransicht schließen und jetzt könnte ich mir eine neue Folie einfügen, die Bildergalerie und könnte jetzt da hier auf jeweils ein Bild einfügen. Also einfügen, Bilder und ein Bild und da wähle ich jetzt irgendein Bild aus, zum Beispiel hier von einem Café. Dann kann ich hier ein Bild einfügen, zum Beispiel von einem Auto. Und so weiter. Ja? Also ich glaube, die Idee ist klar. Passt. Und so kann man sich selbst ein Foliendesign machen. Ah, eines zeige ich noch, vielleicht als Idee, wenn ich jetzt wieder Folienmaster gehe. Und ich mache mir jetzt wieder eine neue Folie, zum Beispiel für Texte, also Layout einfügen. Dann füge ich mir hier zum Beispiel ein, über Folienmaster wieder einen Platzhalter ein mit Text. Zum Beispiel so. Und dann könnte ich mir noch eine Grafik einfügen, und zwar ein Rechteck. Und zwar genauso hoch, wie das da hier ist. Und kann das zum Beispiel weiß einfüllen. Und dann hätte ich hier immer so eine Folie, wo ich hier so ein weißes Rechteck daneben habe. Einfach nur als Stilelement. Und so kann man sich quasi sehr viele Dinge selbst eben gestalten. Gut, ich hoffe, ich habe euch damit auf einige Ideen gebracht und ihr versteht, wozu ich den Folienmaster verwenden kann. Zusammengefasst, um selbst ein Design zu erstellen, wo ich alle Formatierungen vorgebe und das Ganze kann man, damit kann man dann eben Präsentationen einheitlich schnell erstellen.